Welcome to the Healthy Heart Show, where we pull back the curtain on conventional medicine and dive into the root causes of cardiovascular health. If you are concerned about high cholesterol, high blood pressure, heart attacks, stroke, or atrial fibrillation, this is the place for you. We will provide natural heart information that will help you prevent, treat, and reverse any ailment, leaving pills and procedures out of the picture. Here are your guides to holistic heart health, board-certified cardiologist and Amazon best-selling author, Dr. Jack Wolfson, and natural heart doctor, naturopathic physician, Dr. Lauren Latanza. Hello, everyone. Dr. Jack Wolfson, cardiologist. Welcome to another episode of the Healthy Heart Show, where we discuss optimal strategies to your 100-year heart while reducing and eliminating the need for dangerous pharmaceuticals and unnecessary procedures. And today I am honored to meet and have as a guest as well on the show, Dr. Gunther Amann Jensen, who is the creator and founder of the Samina Sleep System. And if you don't know about the Samina Sleep System, I'm shocked because we talk about it very often. Dr. Heather and I sleep on the Samina Sleep System. We have one in our office in Scottsdale as well for people to come by and demo. So let me introduce Dr. Amann Jensen. He's a sleep psychologist and head of the Institute for Sleep Psychology and Sleep Coaching in Frastanz, Austria. He is a book author, healthy sleep coach, entrepreneur, founded Samina in 1989. So he's been around quite a long time and understands the importance of healthy sleep as it relates to all things cardiovascular and all health issues in general. Over the course of his career, he's acquired great expertise in the holistic interrelationships between body, soul, and spirit. Love all that. Through his diverse international training in psychology and medicine, for his work and contributions, he has been awarded an honorary doctorate in medicine. Since 1983, his unwavering focus has been on bioenergetic sleep as the biologically highest form of physical, psychological, mental regeneration through sleep. And, you know, again, if you know anything about me, I talk about all the different things. And Dr. Amann Jensen, I talk about how important the three concepts, eat well, live well, think well, are. They're all equally as important. And in that live well category, amongst everything, nothing is more important than sleep. And sleep may be the most important. Would you agree? Also, ich möchte auch alle recht herzlich begrüßen bei diesem Podcast und freue mich, dass ich hier von Europa aus meinen Beitrag leisten kann zum Thema Schlaf und Herzgesundheit. Seit jetzt fast 40 Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema Schlaf, und zwar ein holistischer Schlaf, ganzheitlich für Körper, Seele und Geist. Und ich habe zwei Missionen die letzten 40 Jahre verfolgt. Das erste ist, ich möchte aus jedem schlechten Schläfer einen guten Schläfer machen und ich möchte aus einem guten Schläfer einen Superschläfer machen. Und dazu habe ich mit meinem Team ein komplettes Konzept entwickelt, das mehr oder weniger zu einem biologisch hochwertigen Schlaf führt. Und eine Besonderheit noch vorweg, ich möchte also nicht nur den Schlaf messbar verbessern, sondern ich möchte den Menschen, den Patienten im Schlaf therapieren. Und darüber werden wir sprechen. Das beginnt, indem wir die Menschen und Patienten nicht mehr flach schlafen lassen, sondern wir bringen sie in eine Ganzkörperschräglage. Das zweite ist, wir erden den Menschen. Und dann haben wir eine Reihe von passiven Therapien, von der Orthopädie über die Mikrozirkulation, über die Thermoregulation, die Bioelektrizität, die eben auch für die Herzgesundheit ganz wichtig ist, und vieles andere. Und gerne diskutiere ich mit Dr. Wolfson und er stellt mir dann Fragen, wo er glaubt, dass es für euch interessant ist und dass ihr vielleicht zu diesem Thema mehr erfahren wollt. Okay, so as far as talk about the thermoregulation, what is the importance of thermoregulation in general and as it relates to heart health? Das ist auch ein total unterschätztes Thema, mit dem sich nicht einmal die Schlafmedizin beschäftigt, obwohl es immer mehr Studien zu diesem Thema gibt. Es geht einfach darum, das weiß jeder, wenn es zu kalt ist, schlafen wir schlecht.
Und wenn es zu warm ist, schlafen wir auch schlecht. Und deshalb müssen wir natürlich, bevor wir einschlafen, alles vorbereiten, damit die Thermoregulation funktionieren kann. Man muss sich ja vorstellen, wir haben im Schnitt 7,24 Herzschläge mehr pro 1 Grad Celsius, wenn es zu warm ist. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn ich ein falsches Material habe, um mich zuzudecken, zum Beispiel mit Daunen, mit Federn, mit synthetischem Material, dann kommt es zu einer Überhitzung, die Thermoregulation gerät außer Funktion und die Herzfrequenz steigt, dadurch auch die Atemfrequenz und dann bin ich nicht mehr im Erholungsmodus. Das heißt, dieser Schlaf bringt mir dann für die Herzgesundheit nichts. Im Gegenteil, es passiert eigentlich das, was ich nicht will, dass ich nämlich eine Belastung während des Schlafes erzeuge. So, aside from regulating the temperature in the room, how does the Samina sleep system help with that thermal, you know, regulation? Genau, also wir reden da von der Bettklimatologie. Die Bettklimatologie beschreibt eigentlich das Wetter, unter Anführungszeichen, in meinem Bett. Und jeder weiß heute, dass das Wetter und das Klima einen großen Einfluss haben auf das Wohlbefinden und auch auf die Gesundheit. Und jetzt ist es wichtig, dass wir ein Material verwenden, das in beide Richtungen reguliert. Das heißt, dort, wo es zu kalt ist, Wärme erzeugt und dort, wo es zu heiß ist, kühlt. Und die intelligenteste natürliche Faser ist die Schafschurwolle. Ich habe vor 40 Jahren mit den ersten Experimenten begonnen und musste mich dann natürlich entscheiden, welche Füllfaser nehme ich für Kissen, für Unterbetten, für Zudecken. Und heute, 40 Jahre später, können wir in den Studien das genau sehen, was passiert, wenn wir verschiedene Materialien miteinander vergleichen, mit dem Ziel herauszufinden, was ist die beste Faser für das beste Bettklima. Und da ist mit Abstand die Schafschurwolle an der ersten Stelle. Deshalb regulieren wir im Samina-Bett diese sogenannte Thermoregulation hauptsächlich über die Schafschurwolle. Aber ein wichtiger Beitrag ist auch der Schichtenaufbau. Das heißt also, das Samina-Bettsystem ist gebaut wie der Mensch. Wir haben einen doppelseitigen, hochflexiblen Lamellenrost. Das entspricht dem Halteapparat, dem Skelett des Menschen. Ganz speziell die Abstände der Lamellen zeigen uns auch noch an die Wirbelsäule. Das heißt also, wir haben zwischen den Wirbelkörpern immer einen gewissen Abstand symbolisch und dann wird das in Schichten aufgebaut. Und der wichtigste Teil eines Bettsystems aus holistischer Sicht ist auf keinen Fall die Matratze. Der wichtigste Teil ist der Unterbau. Dieser Unterbau, der muss flexibel reagieren, der muss stützen, der muss entlasten und der muss dem Körper speziell in den Tiefschlafphasen, in den Traumphasen, wo die Muskelspannung nachlässt, muss er aktiv stützen. Und Samina ist weltweit eines der wenigen Systeme, das aktiv stützt. Die zweite Schicht ist eine Naturkautschukmatratze. Diese Naturkautschukmatratze entspricht dem Muskel- und Bindegewebe des Menschen und ist innerhalb des Bettsystems und während dem Schlaf der wichtigste Teil für die Mikrozirkulation. Und da sind wir schon mitten im Thema. Wenn die Mikrozirkulation, also die Zirkulation in den kleinsten Gefäßen, in den Venolen, wenn das nicht funktioniert, dann ist der Schlaf gestört, aber auch die Regeneration des Herz-Kreislauf-Systems kann nicht ordnungsgemäß über den Schlaf stattfinden. Deshalb ist es wichtig, der Auflagedruck des Körpers bestimmt, ob er zu groß ist, um diese Mikrozirkulation zu stören. Und das beste Material ist der Naturkautschuk, in der Zwischenzeit 7,5 cm dick. Und der sorgt dafür, dass der gesamte Körper seine Mikrozirkulation aufrechterhalten kann. Dann kommt als nächste Schicht die Erdungsauflage. Das heißt, wir erden den Menschen im Schlaf und dieses Erden
hat natürlich eine Reihe von sehr wichtigen, wertvollen Effekten auch auf die Herzgesundheit. Das heißt, das Erden führt automatisch dazu, dass der Schlaf sich verbessert auf allen Ebenen. Wenn ich Messungen mache vor der Erdung und nach der Erdung, dann sehen wir ganz deutlich, was alles passiert im Bereich des Schlafes. Das heißt, ich schlafe schneller ein, meine Einschlaflatenz verbessert sich, ich schlafe besser durch. Das heißt, am Ende der Nacht habe ich eine viel bessere Regeneration. Vielleicht an der Stelle gleich einmal ein paar wichtige Dinge, warum die Körpererdung so wichtig ist für die Herzgesundheit. Ich habe 1983 mit der Erdung angefangen, also viele, viele Jahre vor Clint Ober. Aber natürlich, der Clint Ober hat andere wichtige Beiträge geleistet, indem er eben wissenschaftliche Studien finanziert hat. Auf die habe ich natürlich in Europa dringend gewartet und das war dann sehr hilfreich. Und diese Studien zeigen uns, auch die Körpererdung verbessert die Mikrozirkulation. Die Körpererdung wirkt Entzündungen entgegen. Die Körpererdung verbessert die Blutviskosität. Das heißt, das Blut wird dünnflüssiger. Deshalb muss das Herz dann nicht mehr so streng arbeiten. Verklumpungen im Blut werden durch die Körpererdung beseitigt. Alle diese Dinge sind natürlich für das Herz-Kreislauf-System wichtig und führen dazu, dass der Blutdruck sich besser reguliert. Das heißt, vor allem der hohe Blutdruck wird nach unten reguliert, weil eben auch das Blut dünnflüssiger ist. Und was hochinteressant ist, man kann heute das sogenannte Zeta-Potential messen. Das heißt also, die Oberflächenspannung an den roten Blutkörperchen, die wird ebenfalls verbessert. Und normalerweise haben diese roten Blutkörperchen alle die gleiche Ladung und deshalb stoßen sie sich gegenseitig ab, was natürlich ein Riesenvorteil ist, weil wenn diese Ladung verändert wird durch körpereigene Beeinflussungen oder zum Beispiel durch Elektrosmog, durch Dinge, die im Außen in unserer Umwelt passieren, dann kommt es eben zu diesen Verklumpungen. Und was auch wichtig ist, die Körpererdung bietet uns einen Schutz vor elektromagnetischen Feldern. Does Dr. Aman Jensen have any concern about dirty electricity? Kind of like, you know, again, what's going on in the ground? There's what's called dirty electricity because of man-made devices and technology and cell phone towers and power lines. Also es sind zwei Dinge jetzt zu beachten. Das eine ist, in dem Moment, wir geerdet sind, haben wir einen aktiven Schutz gegen elektromagnetische Felder. Und zwar im niederfrequenten Bereich, das heißt Hausstrom. In Amerika sind das diese 60 Hertz. Und wir haben aber auch einen Schutz im hochfrequenten Bereich. Also wenn es um Mobilfunk geht, wenn es um WLAN geht, alle diese Dinge kann unser Körper durch die Erdung natürlich viel besser kompensieren. Und vor allem werden geschützt das Gehirn und das Herz. Beide sind ja Erzeuger von eigenen elektromagnetischen Feldern. Und nun, die Frage kann man natürlich, die Sie jetzt gestellt haben, auch in die andere Richtung verwenden, nämlich gibt es eine schmutzige Erdung? Weil mehr und mehr ist das natürlich auch ein Thema. Und dazu kann ich Folgendes sagen. Die Locosaner Erdungsauflage von unserer Seite, von Samina, ist weltweit das erste Produkt, das eine medizinische Zulassung hat, in Europa und in der Schweiz. Und wir haben eine Erdleiterdrossel eingebaut. Diese Drossel, die verhindert, dass quasi Spannungen in Richtung des Körpers wandern können. Weil wir natürlich sehen, dass in großen Städten die Erdung nicht mehr die Qualität hat wie die Erdung auf dem Lande. Und vielleicht noch zum Schluss, wichtig, was Herz-Kreislauf anbelangt, neben den Blutdruckproblemen. Wir haben also eine Senkung von im Schnitt 14,3% des systolischen Wertes. Das ist natürlich eine enorme Verbesserung der Blutdrucksituation. Und
Die Reduktion von Cortisol während dem Schlaf wird durch die Erdung ebenfalls begünstigt. Das ist wiederum in Richtung der Herzgesundheit ein ganz wichtiger Aspekt. Und die Menschen fühlen sich auch psychisch, mental besser, wenn sie geerdet sind. Und wir wissen heute, alles, was mit Angst zu tun hat, Depressionen, alle psychischen Probleme wirken sich auch auf die Herzgesundheit aus. Now, one thing that I thank you for that explanation, but you know, and also, you know, one thing I find very interesting is the idea of what's called semina gravity, where the, you know, sleeping in the whole body incline position by just a few degrees, and all of the cardiovascular benefits of that. Can you tell us how you discovered that, and then how is that employed in the semina sleep system? Ja, also das ist hochinteressant und eine der wenigen Augenblicke, wo ich fast zu meinem Stuhl gekippt bin, als ich ein Buch von der Dr. Wernikus gelesen habe. Die war jahrzehntelang bei der NASA und war für die Gesundheit der Astronauten mitverantwortlich. Und sie hat ein Buch geschrieben, das man am Anfang nur in Englisch bekommen hat. Es hat geheißen »Sitting Kills You«. And moving heals you. So, also das heißt, das war natürlich für mich interessant zu sehen, wie die NASA das Thema der Schwerelosigkeit behandelt. Allerdings bin ich dann plötzlich unruhig geworden, wo ich gelesen habe, dass sie ganz verzweifelt nach Möglichkeiten gesucht haben, auf der Erde die Schwerelosigkeit zu simulieren, weil es sehr teuer ist, die Astronauten auf die internationale Raumstation zu bringen, um dort Studien zu machen. Und die Lösung war auf den ersten Blick eine unglaubliche. Sie hat geschrieben, wir haben die Menschen flach schlafen lassen. Warum? Was ist passiert? In dem Moment, wie wir flach schlafen, haben wir keinen Einfluss mehr von der Schwerkraft oder nur noch einen sehr geringen. Wir sind in einer sogenannten Mikrogravitation. Und diese Mikrogravitation führt zu den gleichen Problemen, die die Astronauten auf der Internationalen Raumstation bekommen haben. Und die Liste ist sehr, sehr, sehr lang. Und wir wissen heute, dass also die Schwerkraft ein Vitalfaktor geworden ist aufgrund dieser Studien, aber leider beschäftigt sich auch die Medizin nicht mit diesem Thema und auch die Kardiologen nur am Rande, weil die Kardiologen wissen ja, dass das Herz gegen die Schwerkraft arbeiten muss. Das heißt also, die Herzarbeit und die bis hin auch zu der Lymphflüssigkeit, das sind alles Dinge, die mit der Schwerkraft verbunden sind. So, um das jetzt abzukürzen, war mein erster Gedanke, wir dürfen nicht mehr flach schlafen. Oder? Zuerst war ich im Schock, weil ich gedacht habe, alle Menschen schlafen flach. Und das ist verrückt und viele Krankheiten und auch viele Herz-Kreislauf-Krankheiten hängen damit zusammen, dass die Menschen flach schlafen. Also war meine Idee, den Menschen schräg zu stellen. Und mein Schlafmedizinpartner, der Professor Hecht, war 30 Jahre lang der Chef an der Schlafmedizin an der Charité in Berlin und er war auch Weltraumarzt. Und das war natürlich für mich sensationell gut. Das heißt, mit ihm zusammen habe ich dieses Schreckschlafkonzept entwickelt und wir konnten von den vielen Erfahrungen, die er mit den Kosmonauten gemacht hat, weil er aus der Ostzone von Berlin gekommen ist, hat er mit den russischen Kosmonauten gearbeitet und war für deren Schlaf zuständig. Und wir haben von der ersten Minute an gesehen, dass es unglaublich ist, was passiert, wenn wir den Menschen in eine Ganzkörperschräglage während dem Schlaf bringen. Und heute, ich habe also eine ganze Liste hier vor mir liegen, weil wir haben über 60 teilweise leicht messbare Dinge herausgefunden, die auch ganz wichtig sind in die Richtung wieder der Herzgesundheit. Einer der größten Feinde der Herzgesundheit ist die Schlafapnoe, also die obstruktive Schlafapnoe. Wenn man einmal gesehen hat im Schlaflabor, was passiert mit einem Patienten, der eine Schlafapnoe hat, es ist unglaublich. In dem Moment, die Atmung aussetzt,
geht die Sauerstoffsättigung von 96-98% runter auf 72%. Die Situation mit dem Blutdruck ist unglaublich. Wir haben Werte von 240, der obere, der systolische. Wir haben 140, 150 diastolischer. Also man muss das aushalten. Und es ist kein Wunder, dass viele Menschen im Schlaf versterben, oder? Weil in dem Moment sie dann nicht mehr in der Lage sind, in diesem Überlebensmodus quasi wieder in den Atemrhythmus zurückzukommen, ist es also unausweichlich. So, und was passiert? In dem Moment, sie schräg liegen, können wir über 90% dieser obstruktiven Schlafapnoe beseitigen. Professor Hecht hat professionelle Messungen gemacht an Schlafapnoe-Patienten. Er war selber davon betroffen. Wir haben nach einer Nacht 50% Verbesserung gehabt. Er war also ein mittelschwerer Apnoiker. Das heißt, sein AHI, also sein Index, der war irgendwo bei 30. Das heißt, er hat 30 Atemaussetzer innerhalb einer Stunde gehabt. Das haben wir halbiert in der ersten Nacht. Und nach 4 bis 6 Wochen schräg schlafen hat sich das eingependelt auf 5, also in den normalen Bereich. Und gerne, ich möchte vielleicht noch zusammenfassend sagen, durch das Schrägliegen wird die Herzarbeit messbar erleichtert. Wir haben eine messbar bessere Sauerstoffsättigung. Wir haben eine bessere Mikrozirkulation. Wir haben bis zu 3500 Herzschläge weniger während der Nacht. Und wir sehen, gerade Patienten mit Herzinsuffizienz profitieren von der ersten Nacht weg von diesem Schreckschlafprogramm. Und der Professor Hecht hat einmal hochgerechnet, dass wir unser Leben um 10 Jahre verlängern können. Wir wollten in 2 Jahren gemeinsam den 100er von ihm feiern, aber leider hat der 98-Jährige einen Unfall gehabt und ist dann verstorben. Er ist aber 98 Jahre alt geworden und der Großteil seiner Lebenssituation in diesem Alter hat er seinem guten Schlaf zu verdanken. Also da gibt es jetzt viele Dinge, die hochinteressant sind, die eben mit dem Schlaf zusammenhängen, bis hin zur Entgiftung des Gehirns. Das heißt, wir wissen seit ungefähr 10 Jahren, dass wir im Schlaf quasi unser Gehirn entgiften, befreien von Ablagerungen. Und in dem Moment, sie schräg schlafen, haben sie eine um das Vielfache bessere Entgiftung von diesen Beta-Amyloiden und von diesen Tau-Proteinen, die ja bekanntlich zu Alzheimer führen. Und alle Menschen, die heute 40, 50 Jahre alt sind, die können jetzt entscheiden, ob sie mit 70, 80 Jahren Alzheimer haben wollen oder nicht. Wenn sie es nicht haben wollen, bitte Bett schräg stellen, Kopf 10, 15 Zentimeter höher als die Füße. Very good. So can we go back also, and there's a lot of companies out there that talk about organic mattresses and they're using natural latex rubber and organic materials. But let's talk about how Sanina goes over and above and really sources the best quality. And if you wouldn't mind, talk about some of the other products that are out there and how, again, those may be quote unquote organic mattresses, but this is, again, the whole Sanina sleep system. Let's start with the materials though. The Healthy Heart Show will be right back after we take this quick break to hear from our sponsor. Would you like to drink great tasting coffee that's also good for your heart health? Cardiology Coffee is your answer. This 5-star rated coffee is delicious. It's a gourmet coffee that begins with whole organic beans, hand selected and carefully roasted. It's tested and certified to be free of pesticides, mold and other toxins. Cardiology Coffee is great for your heart, and you're going to love how it tastes. Order now online at cardiologycoffee.com. Now back to the Healthy Heart Show. Genau. Grundsätzlich ist einmal wichtig, um überhaupt ein funktionierendes Bettsystem den Menschen anbieten zu können, muss man den Schlaf verstehen. Und es sind ganz, ganz wenige Hersteller auf dieser Welt, die den Schlaf wirklich verstanden haben. Wir haben aus meiner Sicht 95% der Menschen, die einen biologisch unzureichenden Schlaf haben. Würden
alle diese Matratzen bzw. die Werbeversprechen dieser Hersteller funktionieren, dann hätten wir nicht so eine unglaubliche Anzahl von schlafgestörten Menschen und Patienten. Das heißt, irgendetwas stimmt da nicht. Jeder verspricht mit seiner Matratze, den Schlaf verbessern zu können. Und das Schöne ist, der Schlaf ist heute punktgenau messbar. Im Schlaflabor seit vielen Jahrzehnten und seit ungefähr 20, 25 Jahren haben wir in der Medizin hervorragende mobile, ambulante Schlafmessgeräte. Wenn wir, oder wenn ich ein bisschen zurückschaue, der Professor Hecht hat für mich viele Vergleichsstudien gemacht. Er hat also zum Beispiel Studien gemacht, 11 Nächte hintereinander auf einem Boxspringbett und 11 Nächte hintereinander auf dem Samina. Und dann hat er geschaut, was ist da anders? Und ich kann also Folgendes sagen, es ist alles anders. Es ist von Anfang bis Ende alles anders. Und so haben wir viele solcher Vergleichsmessungen gemacht. Und deshalb noch einmal, was muss passieren im Schlaf? Wir brauchen ein System, das orthopädisch funktioniert. Die wenigsten Matratzen haben eine messbare, wirklich eine messbare orthopädische Funktion. Wir haben eine Studie von einem der führenden Orthopäden, Professor Tobolski, der ist in Köln, hat dort eine große Klinik. Da kommen jeden Tag bis zu 500 Patienten hin. Also ich habe das am Anfang gar nicht geglaubt. Er hat 12 Orthopäden angestellt und hat 21 Physiotherapeuten. Und die machen den ganzen Tag nichts anderes, als sich mit orthopädischen Problemen auseinanderzusetzen. Ich fasse es kurz. Er hat es am Anfang nicht geglaubt. Aber er hat geschrieben und hat das auch auf einem Symposium dann verlauten lassen. Samina ist in der Lage, innerhalb weniger Nächte die Rückenstruktur messbar zu verbessern. Das heißt also, unser System mit diesem doppelseitigen, hochflexibel und freischwingenden Lamellenroß ist tatsächlich in der Lage, in jeder Körperlage, egal ob sie auf dem Rücken, auf der Seite, auf dem Bauch liegen, sie haben immer eine effiziente orthopädische Regeneration. Das zweite Thema haben wir kurz angesprochen, die Thermoregulation. Die funktioniert bei den meisten Matratzen überhaupt nicht. Dort haben wir ganz große Probleme. Das nächste ist die Mikrozirkulation. Wenn ich zurückkomme auf die Boxspringbetten, für ältere Menschen und Patienten sind diese in der Regel nicht geeignet, weil der Auflagedruck ist zu groß und die Mikrozirkulation ist gestört. Also wenn ein Patient anruft und sagt, mir schlafen die Arme ein oder mir schläft ein Fuß ein, dann denken ja die wenigsten daran, was da wirklich passiert. In dem Moment uns etwas einschläft, bedeutet, dass die Sauerstoffzufuhr nicht mehr richtig funktioniert und in der Folge auch die Mikrozirkulation nicht funktioniert. Dann das nächste Thema ist die Bioelektrizität. Wir Menschen sind selber bioelektrische Wesen. Man kann die Gehirnströme messen, man kann die Herzströme messen, wir können das Zellpotenzial jeder einzelnen Zelle messen. Alle diese Dinge wissen wir heute. Der Großteil der Matratzenhersteller verschlechtert die bioelektrische Situation, indem sie Metalle verwenden. Zusätzlich sind das oft magnetisierbare Metalle, die verzerren das natürliche Erdmagnetfeld. Der moderne Mensch hat Elektronenmangel, weil er nicht mehr barfuß läuft. Der moderne Mensch hat einen Mangel an Erdmagnetfeld, weil er dauernd in einem gestörten Erdmagnetfeld in Gebäuden ist, am Schlafplatz ist. Der moderne Mensch hat natürlich auch einen Mangel an Infrarotlängswellen, weil er sich viel zu wenig draußen aufhält. Und alle diese Dinge, die bringen wir bei unserem Bettsystem den Menschen im Schlaf zurück. Zum Beispiel die Infrarotlängswellen mit einem ganz speziellen Biokeramikgewebe, wo die eigenen, körpereigenen Infrarotlängswellen wieder in der gleichen Frequenz zum Körper zurückstrahlt und so im Grunde genommen auch immer für einen Ausgleich sorgt. Dann haben wir natürlich, wie ich gesagt habe, diese passiven Therapien mit Schrägschlafen, mit geerdet Schlafen,
nur Naturmaterialien. Wir stellen alles händisch her. Wir haben hier, wo ich jetzt sitze, haben wir 3000 Quadratmeter in unserer Zentrale, wo wir die ganzen Bettwaren, die ganzen Systeme, alles mehr oder weniger händisch mit wenig Maschineneinsatz herstellen, langlebig sind, 20, 25 Jahre, überhaupt kein Problem, umweltfreundlich. Wir haben absolut nichts, was mit Giftstoffen zu tun hat. Alle diese Dinge sind wichtig, damit am Ende der Nacht wirklich eine optimale Regeneration stattgefunden hat. Very good. You know, because you talk about a lot of your research was done on migraines. And I think that that's something that's very easy to follow as far as, okay, someone has, you know, a group of people have X amount of migraines, and then using the Samina sleep system, they have less migraines. And I want everyone to be aware of literature, you know, again, a review study from 2022, where they showed that people with migraines, 50%, 50 higher risk of heart attack, and 120% higher risk of having a stroke. So there is a big time link between migraine and cardiovascular issues. And it's wonderful to hear about how Samina can make a difference there. Can you maybe talk about that a little bit further, Dr. Aman Jensen? Genau. Also ein wesentlicher Punkt, wenn wir da zurückgehen in die Schwerelosigkeit, also diese Bettruhestudien, die ja nach wie vor gemacht werden. Da werden also Leute 60 Tage quasi an ein Bett gebunden. Entweder schlafen sie ganz flach oder sie schlafen in einer sogenannten Hypergravitation mit dem Kopf nach unten mit 5,5 Grad Ganzkörperschräglage. Was passiert, wenn wir flach liegen und in der Mikrogravitation sind? Wir haben es gesehen bei der ersten Mondlandung. Die Astronauten haben sogenannte Mondgesichter bekommen. Das heißt also, die Gesichter waren total aufgedunsen, geschwollen. Was ist passiert? Ja, es ist logisch. Sämtliche Körperflüssigkeiten sind in Richtung Kopf gegangen und haben natürlich, und jetzt sind wir wieder beim Flachschlafen, dazu geführt, dass der Gehirndruck erhöht wurde. Das heißt also, wir haben beim Flachschlafen ein elementares Problem, dass es nämlich dazu kommt, dass der interkranielle Druck erhöht ist. Und das wirkt sich, wie Sie das richtig erkannt haben, natürlich sofort auf die Herztätigkeit aus. Die Herztätigkeit wird erschwert, vor allem der venöse Rückfluss ist gestört. Und alle diese Dinge können wir durch die Ganzkörperschräglage idealerweise mit 5,5 Grad Körperschräglage, das heißt, der Kopf ist 15 cm höher als die Füße. Und in dem Moment können wir alle diese Dinge beeinflussen. Und das führt natürlich dazu, dass ich besser regeneriere. Und was fantastisch ist, in kürzerer Zeit. Das heißt, 6 Stunden schräg schlafen bringt mindestens so viel wie 7-8 Stunden Flachschlafen. Ich behaupte, das Flachschlafen ist natürlich langfristig wirklich gesundheitsschädlich. Und was wir auch sehen und was sofort messbar ist, und das war überraschend, in dem Moment, wir in diese 5,5 Grad gehen, können wir sofort eine verbesserte Herzratenvariabilität messen. Nach einigen Minuten wird die Herzratenvariabilität verbessert, das heißt erhöht, die Abstände zwischen zwei Herzschlägen wird verlängert. Und dadurch habe ich natürlich schon wieder einen ganz, ganz wichtigen Faktor für meine Herzgesundheit. Ich habe schon erklärt, die Herzfrequenz nimmt ab und die Herzratenvariabilität wird verbessert. What measurements do we have regarding this balance between sympathetic and parasympathetic? We believe certainly that everybody is in sympathetic overdrive, just go, 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 fight or flight constantly. And then do we have good evidence in your research about how the Samina sleep system can really help us engage that parasympathetic nervous system? Ja, also es ist ja bekannt, wir machen ein ganz normales EKG und bei diesem EKG messen wir die Abstände zwischen zwei Herzschlägen. Das ist dann die sogenannte Variabilität. Und je größer diese Abstände sind, und das sind Millisekunden, je größer diese Abstände sind, umso eher ist die Situation, dass diese Person einen geringen Stressindex hat, wie wir das nennen,
Und das wirkt sich natürlich sofort wieder positiv auf die Herzgesundheit aus, weil unser Herz wird ja auch über das vegetative Nervensystem reguliert. Und der längste und wichtigste Hirnnerv ist der Nervus vagus. Und in dem Moment, dass uns gelingt, diesen Nervus vagus zu aktivieren, können wir einen Einfluss nehmen auf die Herzgesundheit, weil sich dadurch eben diese Herzratenvariabilität verbessert. Das können wir machen über die Schräglage, das können wir machen über die Körpererdung. Da gibt es also viele Studien, die das zeigen. Wir haben zum Beispiel in einer Klinik auf der Intensivstation haben wir Betten der Patienten geerdet. Das heißt, der Patient, der auf der Intensivstation lag, wurde geerdet. Und interessanterweise war gerade zu dem Zeitpunkt ein Vertreter von medizinischen Geräten in der Klinik. Und dieses medizinische Gerät, das er vorgeführt hat, das erleichtert dem Anästhesisten quasi die Beobachtung seines narkotisierten Patienten. Das heißt, auch dort wird ein EKG gemacht und über das EKG gibt es dann eine Skala, die sozusagen die Befindlichkeit des Patienten anzeigt, nach dem Schema Sympathikus, Parasympathikus. Und man kann sich ja vorstellen, dass Leute, die auf der Intensivstation liegen, dass die einen erhöhten Sympathikus haben. Und das kann natürlich dann schon wieder ein entscheidender Faktor sein, weil dadurch die Herzfrequenz nach oben geht, der Blutdruck steigt. Alles Faktoren, die wir natürlich auf der Intensivstation nicht unbedingt brauchen. Und jetzt hat quasi dieser Vertreter den Ärzten zeigen können, was die Erdung wirklich macht. Man hat die Erdung getrennt und das Gerät hat sofort angezeigt, dass die Herzratenvariabilität sich verändert, das Wohlbefinden des Patienten sich verändert. Und damit ist also der Beweis sofort gelungen, dass wir innerhalb von 4 Sekunden können wir die Körpererdung dazu benutzen, um den Nervus vagus zu aktivieren und den Patienten ruhiger zu machen. Und das ist wichtig, vor allem das Delir ist ein Riesenproblem auf den Intensivstationen, dass die Leute quasi ihre Orientierung verlieren, dass sie in einen stresspanischen Zustand kommen. Das kann dann zum multiplen Organversagen führen und viele dieser Patienten versterben dann eigentlich nicht an dem eigentlichen Problem, sondern an einer Nebenwirkung des Problems. When it comes to the Samina sleep system and EMF exposure, can you maybe talk about all the electromagnetic fields? And yes, we've got the, you know, the grounding system, but is there anything else that Samina has or is working on in order to decrease the effects of electromagnetic fields that we're all surrounded by? Yeah. Also das, was wir auf jeden Fall machen und was ganz wichtig ist, wir stabilisieren das Erdmagnetfeld. Das heißt also, wir haben in unserer Erdungsauflage haben wir medizinisch relevante Biomagnete, also Magnete eingebaut. Und diese Magnete, die simulieren das Erdmagnetfeld. Und zusätzlich haben wir sogenannte Wirkträger im Einsatz, die insgesamt in der Liegefläche Magnetfelder stabilisieren. Und am Anfang war das auch mit vielen Fragezeichen versehen. Und ich konnte dann in Österreich den bekanntesten Schlafmediziner, den Professor Walzel in Graz, konnte ich motivieren, zusammen mit einem Kollegen, dass er eine placebo-kontrollierte Studie macht. Das heißt, Patienten in seiner Klinik, die haben ohne die Stabilisation der Magnetfelder geschlafen und die andere Gruppe hat also mit dieser Stabilisierung geschlafen. Und er selber hat überhaupt nicht geglaubt, dass da irgendwas dran ist. Er hat immer gesagt, ich habe von dem noch nie was gehört, ich habe nichts gelernt. Also, dass er nicht gesagt hat, das ist ein Unsinn, das war alles. Aber er hat uns versprochen, wenn da etwas dran ist, dann wird er das publizieren. Und er hat eine Studie gemacht mit 104 Patienten. Und er war selber überrascht. Alleine dieser Faktor, Stabilisierung der Magnetfelder am Schlafplatz, hat dazu geführt, dass die Patienten
messbare. Das hat immer Schlaflabormessungen gegeben, dass die Patienten messbar schneller eingeschlafen sind, mehr Tiefschlaf gehabt haben und auch mehr Traumschlaf gehabt haben. Und das sind eigentlich die Dinge, die auch für mich wichtig sind. Das heißt, ich möchte die Vorteile, die wir durch verschiedenste Technologien entwickelt haben, die möchte ich messbar machen, damit also unser Kunde, damit die Patienten in den Kliniken, mit denen wir zusammenarbeiten, auch sehen, dass wir den Schlaf messbar verbessern können. Well, this has been some fantastic information. Dr. Aman Jensen, is there anything, else that you would like to discuss, you know, regarding sleep in general, the Samina sleep system? As you mentioned before, sleep disorders are one of the most dangerous, you know, and most problematic things. I like to talk about this, that no matter what version of the story you believe, the evolutionary version or the biblical version, first it was dark, and then there was light. Circadian rhythms are absolutely critical. I know you're a big proponent of going to sleep shortly after the sundown, that's the best way to do it. That's the way that I live, the way that my family lives. Any further commentary on that? Ja, natürlich. Der Schlaf ist natürlich ohne Anfang, ohne Ende. Also das heißt, wir könnten da natürlich viele Stunden und Tage diskutieren. Ich möchte einfach ein paar wichtige Dinge noch einmal zusammenfassen. Das, was die Menschen unterschätzen, ist natürlich, und mit dem habe ich mich die letzten 40 Jahre beschäftigt, das Wichtigste für den Schlaf ist das Zusammenspiel zwischen Schlafraum, Schlafplatz und Bettsystem. Und so wie jeder Spitzensportler für seine Sportart eine Sportausrüstung braucht, braucht auch der moderne Mensch eine Schlafausrüstung. Das heißt, der Schlaf kommt nicht mehr automatisch. Und je besser ich vorbereitet bin, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich gut einschlafen kann und dass ich wieder gut durchschlafen kann. Und jetzt sind zwei Dinge wichtig. Und das war für mich auch ein ganz wichtiger Anker. 1998 ist einer der führenden Schlafwissenschaftler, nämlich Professor William C. Dement, vom Schlafforschungszentrum der Stanford University, ist in Pension gegangen. Er ist also emeritiert. Und er hat bei seiner Abschlussrede Folgendes gesagt: Ich habe jetzt 40 Jahre Schlafforschung gemacht und ich habe keinen Faktor gefunden, der einen größeren Einfluss hat auf unser Wohlbefinden, auf unsere Gesundheit als der Schlaf. Und über 90% unserer Gesundheit ist vom Schlaf abhängig. Und das müssen sich die Menschen auf der Zunge zergehen lassen. Und jeder von uns verbringt 120 Tage im Jahr nur mit Schlafen. 120 Tage schlafen wir im Jahr. So, und wenn jetzt die Ausrüstung nicht stimmt, vom Material her, von der Konstruktion her, wenn das Raumklima nicht passt, wenn das Bettklima nicht passt, wenn alle diese Dinge, die wir jetzt besprochen haben, wenn die nicht passen, dann ist es nicht mehr möglich, biologisch hochwertig zu schlafen. Und noch einmal, 95% der Menschen haben aus meiner Sicht einen biologisch schlechten, zu kurzen Schlaf. Der Schlafmangel ist der größte Feind des Menschen, was die Gesundheit anbelangt. Der Schlafmangel. Und jeder, der Schlafstörungen hat einen Schlafmangel, der hat Schlafschulden. Und diese Schlafschulden, solange er diese nicht zurückzahlt mit einem guten Schlaf, solange wird er gesundheitliche Probleme haben. Und deshalb noch einmal mein Appell, es ist die beste Investition, seinen Schlaf wirklich aufs höchste Niveau zu bringen. Wir sind ein möglicher Partner, Samina. Seit 35 Jahren sind wir international auf dem Markt. Wir arbeiten mit Kliniken, mit Ärzten zusammen. Wir arbeiten mit Spitzensportlern. Die besten Sportler hier im deutschsprachigen Raum, die gehen bei uns ein und aus. Aber die wissen auch, warum. Und ich kann natürlich das von William C. Dement auch auf meine Seite ziehen und sagen, über 90% der Schlafqualität, der Regenerationsqualität sind abhängig vom Trio Schlafraum, Schlafplatz, Bettsystem. Also genau von dem, mit dem wir uns bei Samina beschäftigen. Und der Klaus Bummer in L.A.,
Das ist unser Partner seit über 20 Jahren und dort müssen sich die Leute hinwenden. Er ist geschult durch mich, er weiß, um was es geht und er hat auch in Kalifornien und USA ein Riesennetzwerk aufgebaut mit Ärzten, mit Therapeuten und wir haben tausende zufriedene Kunden. Well, this has been fantastic information. Dr. Aman Jensen, thank you so much. For everyone who's listening again, the Samina Sleep System is what Dr. and Heather and I sleep on. We've got a lot of clients and patients who are sleeping on it. And we can go so in depth, obviously, as far as how to sleep and the position that you sleep in and all the different ways that Samina helps to guide that. There really is truly no better investment in your health, I believe, than the Samina Sleep System. There's a lot of different biohacking strategies that are out there and people are buying saunas and red light therapies and they're spending on all this money on various things, including supplements. And there is no better investment that you can make in your sleep. And I think the beauty is too, is that it really is like a one-time investment. You buy the Samina Sleep System and that's all you're going to need most likely for the rest of your life. So it really is a spectacular product. So again, thank you so much, Dr. Aman Jensen. Cardiologist Dr. Jack Wolfson, another episode of the Healthy Heart Show. We will see you next time. Good, danke, tschüss. That does it for today's episode. Thanks so much for listening to the Healthy Heart Show. Please help us get the word out by liking and subscribing to our podcast and our Facebook page, Natural Heart Doctor. Please show support for our podcast sponsor, Cardiology Coffee, your resource for organic, antioxidant-rich, mold and pesticide-free coffee shipped straight to your door. Learn more by adding @cardiologycoffee on Instagram and visiting cardiologycoffee.com. This podcast provides materials for information and educational purposes only and should not be considered medical advice. We encourage you to contact your physician for any of the health issues discussed here.